Tag, Doktor. Tag, Buck. Tag, George. Ich bringe den ärztlichen Befund über Matt Campbell. Aha, danke, Doktor. Es war ein Herzinfarkt. Er hat schon jahrelang ein schwaches Herz gehabt. Ja, und der arme Kerl ist immer ganz allein gewesen. Er hatte keine Verwandten. Ich habe die Universität in Bigelow angerufen und ein Dr. Bowman bringt einen Wissenschaftler her, der alles übernimmt. Bowman? Will Bowman? Sie kennen ihn? Wir waren zusammen in der Schule. Ach, tatsächlich? Aha. Er ist jetzt Chef der psychologischen Abteilung. Der hat es weit gemacht. Er war sehr aufgeregt über Campbells Tod. Womit hat er sich eigentlich beschäftigt? Das weiß ich auch nicht genau. Matt hat nicht viel darüber gesprochen, aber ich glaube hauptsächlich mit der Erforschung der primitiven Instinkte. Rückentwicklung des menschlichen Gehirns oder sowas. Ich habe noch ein paar Hausbesuche zu machen. Sagen Sie doch der alten Mrs. sowieso einen Gruß von mir. Der Krankenschwester. Mhm. Oh, ich habe eine neue. Ja? Mhm. Aber sie ist vermutlich nicht ganz ihr Typ. Fett, Brille, Raffzähne. Mhm. Aber sie ist ordentlich und fleißig. Hey, Doktor. Mhm. Dann gebe ich mir Mühe, nicht krank zu werden. Stellen Sie die Koffer darüber vor das Regal. Will! Paul! Oh, Paul Beecher, was suchst du denn hier? Weißt du, ich habe gehört, dass du kommst und da wollte ich meinen alten Freund gleich begrüßen. Na, das ist nett, wir sind erst seit einer Stunde in der Stadt. Wirklich eine erfreuliche Überraschung, alter Junge. Du hast dich gar nicht verändert. Du siehst auch noch so aus wie früher. Oh, Henry. Weißt du, Henry ist einer unserer besten Assistenten an der Universität. Er übernimmt Campbells Arbeit und ich helfe ihm, sich einzurichten. Das ist Paul Beecher. Wir sind schon Freunde gewesen, als wir noch in die Schule gingen. Guten Tag, Henry. Guten Tag. Ach, Henry, würden Sie das bitte zum Schreibtisch rüberbringen? Ich möchte dir erklären, warum Henry diese dunkle Brille trägt. Er tarnt damit seine Unsicherheit. Er hat als Kind einen furchtbaren Schock erlitten. Seine Mutter ist bei einer Gasexplosion verbrannt und er ist seitdem sehr menschenscheu. Aus dir spricht immer der Psychologe. Ich habe gehört, dass du jetzt Chef der Abteilung bist. Na ja, schon gut, schon gut. Ich finde das wunderbar.